Ich hätte das Video gar nicht gemacht, aber auf vielfachen Wunsch mache ich jetzt doch ein Video zu meinen Klamotten beim Radfahren. Denn ich kann die Situation gut nachvollziehen, weil mir war es vor 2 Jahren auch noch so, dass ich, als ich mit dem Radfahren angefangen habe, vor diesen Klamotten stand und nicht wusste, hey, was zieht man eigentlich an? Die ganzen Bib-Shorts fand ich irgendwie albern und sahen nun komisch aus. Und deswegen gebe ich euch jetzt mal einen kleinen Blick auf meine nicht ganz so, wie ich finde, umfangreiche Klamottensammlung und sag mal, warum ich mir die Sachen gekauft habe und vielleicht, warum sie sich bewährt haben oder auch nicht ganz so. Für mich das Fazit ist eigentlich, finde ich, ist es jetzt kein bestimmter Hersteller. Es hat sich bei mir zwar so ein bisschen Castelli herauskristallisiert, aber ich glaube, es ist dann einfach nur eine Geschmacksfrage. Ich fand jetzt keine riesen Qualitätsunterschiede und eigentlich, glaube ich, muss man echt nur gucken, was einem gefällt, wo man irgendwie Bezug zu hat und dann passt es schon. Was ich jetzt hier mal ausgebreitet habe, sind meine Trikots. Ihr seht, dreimal kurz und zweimal lang. Das ganz oben links war mein erstes Trikot und das, da wusste ich noch nicht, dass Castelli sehr klein produziert. Also das ist eine M und das ist wirklich sehr, sehr knapp. Und weil ich damals halt noch nicht so einen Bock auf so Bib-Shorts hatte, habe ich mir dazu auch eine Hose ohne Träger gekauft. Das ist die hier und die ist halt auch sehr knapp und auch wenn sie am Rücken so ein bisschen höher geht, habe ich doch gemerkt, dass Bib-Shorts durchaus Sinn machen. Die Hosen sitzen einfach besser durch die Träger, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, würde ich jetzt eigentlich nicht mehr zu so einer Hose ohne Träger greifen, es sei denn, auf Weg zur Arbeit mal als Hose unter einer normalen Hose, damit einfach der Hintern ein bisschen geschützt ist. Ja, was bei dem Castelli-Trikot eigentlich ganz schön ist, ist, der Stoff ist hier auch so ein bisschen aufgeribbelt, auch so ein leichtes Golfmuster. Wahrscheinlich ist es aerodynamischer, aber das Ding sitzt eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt vielleicht eher eine Größe größer genommen, also ich bin ungefähr 1,80, ja 70 Kilo. Da ist eine Castelli-M schon ein bisschen knapp. Grundsätzlich muss ich sagen, habe ich glaube ich fast alle Sachen irgendwie im Sale gekauft, weil ich die halt einfach auch viel zu teuer finde. Und eben wenn ihr jetzt so ein bisschen antizyklisch kauft, im Winter die Sommersachen und im Sommer die Winterklamotten schon mal, dann kann man glaube ich eine ganze Menge Geld sparen. So auch von Ryzen, da gab es das Jan Frodeno Trikot mit Bib-Shorts zusammen. Ja, auch hier finde ich von der Qualität okay, wobei ich muss sagen, bei Ryzen sehe ich schneller irgendwelche Abnutzungserscheinungen. Da hatte ich auch das Trikot schon mal eingeschickt, direkt nach dem ersten Tragen, aber da war es wohl ein Materialfehler. Ansonsten, ja, hier habe ich Größe M und das passt super, also da stimmt ungefähr die Größe, wie ich sie auch sonst gewohnt bin. Hier ganz nett, habt ihr noch einen kleinen Reißverschluss, wo ihr nochmal einen Schlüssel oder irgendwas Wertvolles reintun könnt. Ansonsten hier auch 3 Taschen, ähnlich wie bei Castelli, auch 3 Taschen, allerdings jetzt hier ohne zusätzlichen Reißverschluss. Das ist dann nochmal so ein kleines extra Gimmick, was durchaus Sinn macht, finde ich. Gerade wenn man jetzt während der Fahrt irgendwas rausholt aus einer Tasche, wo vielleicht auch was Wertvolles drin ist, einfach nur ein Schein oder so, dann rutscht der einfach nicht mit raus. Und in der Mitte seht ihr hier von Specialized, das ist ein Trikot, das habe ich jetzt auch erst seit ein paar Wochen auch im Schlussverkauf geholt. Hier auch wunderschön mit so einer kleinen Tasche wieder mit Reißverschluss, auch 3 große Taschen. Finde ich, fühlt sich sehr schön weich an, also sehr angenehm im Tragen, liegt schön eng an. Hier habe ich auch eine M gekauft, die auch sehr gut passt. Also hier stimmt das mit den Größenverhältnissen. Hier habt ihr unten noch so eine Gummierung, damit das Trikot sich nicht so hoch ribbelt. Das ist ganz leicht, auch beim Ryzen Trikot, bei dem Castelli habe ich es nicht. Finde ich nicht schlecht, muss vielleicht nicht sein, aber ist ein ganz schönes Detail. Dann seht ihr hier noch 2 Langarm-Trikots, wieder Castelli. Das ist eins, was ich häufiger nutze, gerade auch so in der Übergangszeit, finde ich ganz angenehm, weil es halt auch schön eng anliegt und nicht flattert. Und ähnlich auch hier von Pearl Izumi. Die sind jetzt beide ein bisschen dicker, aber noch nicht richtig dick. Aber es ist halt einfach ja, angenehm zu fahren, wenn es jetzt eben ein bisschen frischer wird. Bei Castelli finde ich hier die Bündchen noch ganz gut. Die liegen dann schön eng am Arm an. Hier seht ihr, habe ich bei Castelli die L genommen. Die passt hier einfach perfekt. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis. Castelli vielleicht irgendwie eine Nummer größer kaufen, als ihr sonst gewohnt seid. Die Rückseiten von beiden Trikots sind ziemlich ähnlich. Ihr habt hier bei Castelli nochmal einen kleinen Reißverschluss, was ich wie gesagt sehr gut finde. Ansonsten auch jeweils 3 Taschen. Hier ist sogar so eine Doppeltasche auf beiden Seiten, links und rechts. Da kann man dann nochmal ein bisschen getrennt was reinstecken, aber sonst unterscheidet sich das alles nicht so viel. Dann zu den Hosen. Wie gesagt, einmal habe ich hier die Castelli als einfach nur Shorts und habe mir dann aber relativ schnell von hier von Pearl Izumi so eine Bib-Short geholt. Die Hosen finde ich, ehrlich gesagt, ob jetzt das Polster so oder so aussieht, ist relativ schnuppe.
ich fahre mit allen gleich gut. Ich habe dann nie irgendwie Unterschiede festgestellt. Ihr könntet höchstens darauf achten, wie breit so die Riemchen sind, die dann über die Schulter gehen. Da ist der hier von Ryzen, von diesem Gianfrodeno-Teil, sehr schmal. Finde ich angenehmer hier bei dem Pearly Zoomy, ist ein bisschen breiter. Und hier ist noch eine Bib Short von Pro Athletes, also von der TCC. Das sind nochmal ganz andere Träger. Die sind auch okay, aber die sind schon richtig knackig, gehen die so über die Schultern. Aber wie gesagt, jetzt vom Tragekomfort sind eigentlich alle ziemlich identisch. Was ich vorhin schon meinte, hier die Abnutzung bei der Ryzen sieht man halt irgendwie ein bisschen schneller. Wohingegen bei den beiden anderen Hosen, hier die von Pearly Zoomy hatte ich sogar schon länger, ich gar keine Abnutzung sehe. Das sind ja im Moment nur kurze Hosen. Ich hatte mir dann hier solche Strapse noch geholt, auch von Castelli, um halt auch im Herbst dann nochmal oder vielleicht auch im Winter ein bisschen zu fahren. Die sind hier unten wasserdicht, sage ich mal, und oben zieht man die halt einfach rüber. Halten eigentlich sehr schön warm und dann lässt sich ohne große Probleme so eine kurze Hose dann auch ganz gut als lange Hose fahren. Dann wollte ich aber doch nochmal eine richtig lange Hose haben und die auch ein bisschen wärmer ist. Und dann habe ich hier vom Pearly Zoomy noch eine geschossen, die auch ganz günstig war. Die ist merklich wärmer, also die hat so einen Stoff, der tatsächlich von sich aus schon irgendwie sich sehr warm anfühlt. Die wollte ich eigentlich jetzt mit dem Harz nehmen, bei meinem letzten Video hatte ich leider vergessen, da hätte die bestimmt gute Dienste geleistet. Also die hat noch eine richtige Wärmeisolation. Beim Thema Wärmen gehe ich über zu den Jacken und hier könnt ihr sehen, dass ich bei Jacken dann doch so einen kleinen Fimmel habe. Also Jacken kaufe ich mir dann doch ganz gerne. Meine Lieblingsjacke im Moment ist hier von Castelli. Das ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz dünner Stoff, der aber halt einfach super den Wind abhält und dadurch, finde ich, eine ziemlich hohe Wärmeisolation hat und ist trotzdem auch gut belüftet. Also ihr seht hier an den Seiten ist es halt wirklich sehr luftig, aber die entsprechenden Stellen vorne, wo eben der Fahrtwind auftrifft, der ist halt super dicht. Und eben weil sie so dünn ist, kann man sie natürlich auch super einstecken. Also sie lässt sich wirklich faustgroß zusammenpacken. Man kann die dann so auf links drehen und die wird dann hier zu so einem kleinen Täschchen, zeige ich euch mal. Habe ich jetzt eigentlich nie gemacht. Ich stopfe die dann einfach so in meine Trikottasche. Super praktisch. Im Moment meine absolute Lieblingsjacke, hat man immer dabei und hat einen ziemlich großen Isolationseffekt, einfach nur, weil sie den Wind abhält. Dann auch ganz gut so für den Herbst, für die Übergangszeit, eine Weste, auch hier ganz gut, finde ich, weil einfach der Bereich, der am ehesten auskühlt, geschützt ist. Hinten zwei Taschen, ansonsten ist da wenig dran und das gleiche Ding nochmal, habe ich mir dann kurz drauf nochmal mit Ärmeln auch geholt, wenn es dann wirklich nochmal kälter wird. Und das Schöne ist, ich kann die halt super kombinieren. Ne? Also ich ziehe dann, wenn es kälter ist, die Jacke zum Beispiel an und nehme die Weste mit, setze die halt noch drüber und halt dann am Körper, am Rumpf, einfach die höhere Isolation und beziehungsweise fahre mit der halt los und habe die dann irgendwie noch dabei. Jetzt gehe ich in die obere Etage. Hier habe ich von Pearly Zoomy auch so eine Windjacke, die hatte ich mir davor schon gekauft. Die ist ein bisschen weiter geschnitten. Ist jetzt auch eine M, aber die eignet sich ganz gut über Alltagsklamotten zu tragen. Hingegen die Castelli, die ist so eng anliegend, dass ich die wirklich nur über Fahrtrikots anziehen kann. Aber wenn ich zur Arbeit fahre und normale Klamotten am habe, dann habe ich eigentlich die immer dabei, entweder an oder im Rucksack. Auch super klein verstaubar, aber wie gesagt etwas weiter, sodass man die halt über Alltagsklamotten rüberziehen kann. Hinten hat sie ja auch nochmal so eine kleine Tasche mit Klettverschluss, aber alles auch ganz einfach. Ebenfalls eher so bei Arbeitswegen, aber die könnte man auch bestimmt super bei Schnee und Matsch anziehen von Pearly Zoomy. Eine Jacke, die vorne hier so ein bisschen auch so ein wasser-windabweisendes Schild hat. Und auf der Rückseite ist sie eher luftiger. Eine Tasche, auch etwas weiter geschnitten, also passt auch super über Alltagsklamotten rüber. Beziehungsweise als äußerste Hülle, wenn ich die anderen Jacken schon drunter haben sollte. Und das ist ja das Zwiebelprinzip, kennt ihr wahrscheinlich alle. Also lieber in mehreren Schichten statt eine fette Jacke und dann kann ich halt viel besser regulieren, was ich wann wie an- oder ausziehen kann. Letzte Jacke, wieder Castelli, diesmal aber tatsächlich wieder eine M, weil ich wollte hier nochmal eine Regenjacke haben, die ich halt mitnehmen kann für Notfall und die halt auch sehr eng anliegend ist, also die sich nicht so aufplustert, die ich dann wirklich nur, wenn ich Rennrad fahren bin und ich jetzt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Die ist natürlich jetzt nicht richtig wasserdicht, aber ich glaube, das muss sie auch nicht sein. Dadurch ist sie vielleicht ein bisschen atmungsaktiver.
Ansonsten ist die auch ganz einfach geschnitten, nichts Großes drum und dran. Hier ist, glaube ich, der Hauptnutzen, dass man die klein zusammendrücken kann und dann einfach in eine Trikottasche stopfen kann. Zu guter Letzt noch mein Rennanzug von Ryzen. Hatte ich in einem anderen Video auch schon mal ganz kurz angerissen. Finde ich auch total cool, trägt sich super. Da ist für mich so das einzige Manko der Reißverschluss, der auch schon mal kaputt war. Der lässt sich nicht sehr weit bis nach unten öffnen, sodass, wenn man zwischendurch dann doch mal pinkeln muss, hier eine ziemlich große Spannung entsteht und dadurch der bei mir hier auch eingerissen war. Aber was natürlich cool ist bei Ryzen, die haben halt einen super Service. Ich habe den hingeschickt, die haben den kostenlos repariert, beziehungsweise also haben hier 3-4 Zähne nochmal zusammengefügt von dem Reißverschluss. Jetzt lässt er sich leider noch weniger weit öffnen, also man muss noch entspannter sein beim Pullern zwischendurch. Aber cooler Anzug, liegt schön an, fährt sich gut, macht mich super schnell wahrscheinlich. Vielleicht hat es euch eine Orientierung gegeben, keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne nochmal eine Rückmeldung geben, was euch gefehlt hat. Ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zugucken, für alle Likes, Abos und so weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.